morgen. Montagmorgen, ich habe schon einen richtig eigenen Morgen hinter mir. Mir ist hier an meinem Pkw bei der Einfahrt auf dem Parkplatz die Radaufhängung quasi rausgerissen. Der ist noch gar nicht so alt. Also das Fahrzeug ist älter, aber das wurde erst gemacht, alles neu. Noch gar nicht so lange her. Ja, soll nicht immer das günstigste Ersatzteil nehmen. Liegt vielleicht daran, keine Ahnung. Ich habe noch den Bagger geladen, den 926. Geht heute Morgen runter nach Bad Kreuznach, nach Brezenheim. Dann laden wir den ab, der muss da irgendwelche Haufwerke verladen. Heute Morgen, das Fahrzeug war nicht in der Werkstatt. Die Werkstatt hat den Termin abgesagt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht keine Ersatzteile gekommen oder so. Keine Ahnung. Bleib stehen. Es ist auch schon 10 vor 7 jetzt, ja, durch den ganzen Kram, bis mein Auto weggeschleppt war und bis wir das hier alles geladen hatten. Ja. Doch, ich bin ja noch nicht bei der Sache heute Morgen. Ich halte mal die Kamera fest, die wird sowieso fliegen. Wobei, so schnell fahre ich nicht. Kann euch halt jetzt keine Bilder von hinten zeigen. Bin ich nur links abgebogen und bin jetzt 100 Meter hier hochgefahren und hier muss ich halt jetzt rein. Gucken, ob das gut geht, aber ich denke schon. Kann ja hier links, kann ich ja ausholen wie so ein Wilde. Ich rückwärts drin fahre, aber ich kann da drehen. Kann man drehen, alles gut.
überhaupt. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Der Akku hier drin, der ist ganz voll. Ganz voll.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Thank you.
Kamera nicht angegangen. Wir sind jetzt gerade oben halb von der B9 runter. Ach nee, es ist Katastrophe, echt Katastrophe. Ich glaube, ich werde mir wieder so eine, in Anführungszeichen, günstige für 100 Euro holen oder so. Dann ist es mir egal, wenn die nach anderthalb Jahren kaputt geht. Habe auch geguckt, also Garantie habe ich ja noch, ja. Das ist kein Thema, nur hab noch nicht nachgefragt. Ich gehe davon aus, dass ich die, wenn ich die einschicke oder wenn ich da halt irgendwas anfrage, muss ich die einschicken. Dann habe ich bestimmt ein Vierteljahr keine Kamera. So, oh, hier links wird auch schon geladen, verladen. Irgendwo da vorne muss ich jetzt rechts. Rechts rein. Bin schon mal geschafft hier irgendwo. Seitlich runterfahren, das funktioniert auch nicht.
weil hier links rum raus komme ich nicht. Machen wir einfach so, dass ich auf den Kopf stelle, machen wir eine Flackung an oben. Ich weiß sogar nicht, wo es jetzt hingeht. Komm her, komm her. Also weiter. Als weiter. Als weiter. Links stand übrigens der Bagger, sorry, habe ich völlig vergessen zu zeigen. So, ich gehe jetzt mal schnell anrufen, was Sache ist. Bis gleich. Komm mal, geht mal an, ey, gibt's das? Also ich lade jetzt hier links den 934. Dazu muss ich aber echt umsatteln. Jetzt fahre ich rückwärts. In meine Halle. Sorry, ich war gerade draußen. Es ist brutal heiß. Es ist brutal heiß. In meine Halle, muss ich gucken, ob ich da reinkomme. Dass alles noch ein bisschen steht, dann durch meinen Tieflader immer wieder zusammenbaue. Der große, weil für den Bagger brauche ich den dicken. Der Düne braucht den Dicken. Ja, alles gut. I'm hot, it's hot, so. Da fahre ich an die Wand. Alter Schwede, ey, bin ich besoff oder was? Wirklich, muss auch mitlenken, dass ich da hinkomme. Die Kamera an, die andere Kamera geht ständig aus.
denn überhaupt? War sau doof, dass ich jetzt den Tieflader in der Pfanne dran gestellt habe, ne? So da draußen hinstelle irgendwo. Also meine Fernbedienung, dass ich meine Achse lenken kann hin. Ah Gott, das ist doch alles Mist. Das wird ja so nix. Das wird ja bestimmt hundertprozentig. Ob ich dann nicht den Hals mit hochhebe. Das wäre
bescheiden schwere Stützen jetzt wieder rausbauen. Rechts und links, ich zeige euch nur eine Seite. Andere Seite ist genauso, nur
Fahrzeug, ja, da ist nicht immer was mit sachte Einkuppeln oder so. Immer entschlagen. Immer entschlagen. Kann eigentlich nicht gut sein für den Antriebsstrang. Mit dem Sattel gestern. Schön, danke. Ja, ich hätte eine rückwärts drehen kann man. Alter Schwede. Gedreht kriegt, ne? Oh, Verzeihung.
Arbeit eben. Weiß auch nicht, warum man, da steht ein Schild, ja, Vorfahren bis zur Kontaktschleife, kennt jeder. Warum macht man das Schild zwei Fahrzeuglängen vor die Ampel? Warum macht man das Schild nicht direkt an die Ampel? Auf jeden Fall, der Kollege vorne dran hat es halt nicht gelesen. Jetzt waren drei oder vier Ampelphasen, wo eigentlich für die Linksabbieger grün gewesen wäre, wurden halt nicht grün. Ja, mach doch so ein Schild einfach direkt an die Ampel und dann ist doch alles gut. Aber das muss bei uns im Land, muss das wahrscheinlich wieder in 12-fache Ausfertigung an 17 Ämter geschickt werden und jedes Amt muss sein Okay geben dafür. Leider hat der Sachbearbeiter im Amt XY leider Urlaub und im nächsten Amt hat sich der Arm gebrochen, also dauert es Monate. Wie mit meinen Genehmigungen. Gut. Naja. Die Kamera läuft auch noch. Ich hoffe, sie läuft auch gleich noch. Vorne an der nächsten Ampel muss ich dann links hochfahren. Ich hoffe, ich darf das überhaupt von hier aus. Das ist zum Pfeil geradeaus, ne? Wenn ich da einstelle. Super. Doch nicht meinen Scheiß ernst. Ich muss da hoch, ich fahre da hoch. Ich fahre nicht irgendwie dahin rum. Warum nicht? Wer mich anzeigen will, sollte, darf es gerne machen. Ich muss da hoch. Ich komme von dieser Seite hier besser links hoch, als wenn ich jetzt Vorfahrt drehe. Also ich bin ja richtig, aber ich bin
ja viel zu groß für das. Sorry, Scheiß hier. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Bagger steht hier neben drin. Unter aller Sau, wirklich unter aller Sau. Tonne Bagger stehen oder 3 Tonne Bagger, ich weiß nicht was ist. Da vorne dran links aus der Halle habe ich den Scheiß hier rausgeholt. 2 Level mit Bagger mit Hammer. Das hänge ich ab, stelle mich daneben hin. Hoffe das geht so. Muss ich gucken, dass ich den Scheiß verladen kriege irgendwie. Wieder völlig alleine. Ich bald ihn rumhebe. Ach, tut mir leid. Ich habe dann so viele Leute hier und wollten zuschauen. Die Kamera habe ich dann gar nicht aufgebaut.
fahren soll. Fahr links rum. Fahr links rum, ja. Ich fahr links rum. Jetzt hier von Kreuznach. Ich habe eben den Radbagger geladen. Nur die Filmen war heute nicht so. In Laudern heute wieder Bahnhof waren zu viele Leute. Außerdem hatte ich da Angst, da ist ein Wohnheim, und wenn ich da die Kamera aufgestellt hätte, war ja nicht die ganze Zeit am Fahrzeug. Ist jetzt nicht böse gemeint, ich habe einfach Angst gehabt um meine Kamera, dass die dann halt weg wäre. Alles nicht irgendwie, was weiß ich, habe ich die da nicht aufgestellt. Sie waren auch genügend Personen, die durchgefahren. Ist sogar einer hin ans Begrenzungslicht gefahren. Das ist kaputt. Aber auch so ein Verdacht, wer es war, ein Paketdienst mit blau-gelber Aufschrift. Sonst ist eigentlich kein Fahrzeug, größeres Fahrzeug hier durchgefahren, währenddem ich da drin stand laden. Nur so ein Verdacht, ich sage nicht, dass es so war. Aber der müsste auch jetzt, der ist auch ans Eck von meinem Tieflader gefahren. Ja, der sind weiße Streifen dran. Der wird Kratzer am Fahrzeug haben. Leider werde ich das nie feststellen können, ob das wirklich war oder nicht. Jetzt eben hier wollte ich eigentlich die Kamera aufstellen. Vorgelaufen an die Baustelle, 700 Meter, und als ich fast da war, kam mir der Baggerfahrer entgegengefahren. Dann habe ich den Bagger geholt. Der Baggerfahrer ist mit dem Sprinter Richtung Tieflader gefahren. Dann haben wir noch zusammen geladen. Alla. Sorry dafür. Jetzt wollte ich noch nach Hause. Wie gesagt, ob ich heute noch ablade, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt da drauf, der Bagger, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir Feierabend für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotz allem wieder etwas Spaß gemacht. Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Macht das, was euch erfüllt. Bei mir ist es Essen. Mache ich später in grauen Mengen.